Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 2. Okay, ich habe herausgefunden, man kann die hier mit dem Bewegungsmenü können wir die Leute auch einfach durch die Gegend schicken und dass sie die Eingänge frei machen. Sehr schön. Warum hast du meinen Destillator zerstört? Was habe ich dir getan? Ja, ich werde dafür bezahlen. Wirklich? Dazu hätte ich diese Fläche gebraucht, da bin ich mir sicher. Ich baue einfach einen neuen. Okay, ich wurde bezahlt. Und jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Alles klar. Ist die Quest eigentlich... Ich meine, die sind ja eh alle total durch. Alles klar, es ist tatsächlich alles jetzt hier erledigt. Das haben wir auch schon gemacht. Dann, würde ich doch mal fast sagen. Was, die sollte bestimmt nicht fehlen. Ja, denke ich auch. Kommt der? Ja. Ich glaube, dann können wir tatsächlich mal wieder weiterziehen. Wir brauchen noch Geld für das Fahrzeug. Wir haben ja, was haben wir? Reno und diese Bunkerstadt haben wir jetzt ja noch als neue Gegebenheiten. Von daher schauen wir mal, wo wir denn, ja, wir können auch da oben raus. Okay, gehen wir da oben raus. Ach so, ist zu weit weg. Hopp, keine Müdigkeit vorschützen. Rüstung wäre halt auch irgendwann noch cool, aber ich glaube, Moment. Sollte das noch einigermaßen gehen. So, Klamath, Gifthöhlen, Arroyo. Bunkerstadt. Wo ist die denn? Nee, was Osten, oder? Oder Westen? Im Westen ist ja, glaube ich, nichts. Großartig. Sollen wir nach Arroyo zurück? Kann man noch ein bisschen Dings dann machen. Kann man ja noch ein bisschen was an... ein Heilpulver machen, obwohl das halt den Nachteil hat, dass die Dings abgezogen werden, die Wahrnehmung. Und sogar ohne Tempel einer Wildnisdorfbrücke. Dorf? Guck mal, ich habe Weg mitgebracht. Auserwähltes Wesen, warum bist du hier? Scheint keinen zu interessieren. So, dir kann ich jetzt aber mal Sachen abgeben, ne? Hm, war das nicht? Ah ne, Quatsch, Medizinmann war da oben. Auch schon wieder eine Weile her. Versperrt ihr mir wieder den Weg? Nein. Gut. Ah, in meinem Garten steht alles zum Besten. Wie steht es in deinem? Ich möchte gern ein bisschen Heilpulver haben. So ist das im Leben. Aus zweien entsteht ein drittes. Für das Heilpulver brauchst du Xanderwurzel und auch Brockblume. Ja, danke. Ich glaube, sonst ist aber hier eh nichts mehr zu tun gewesen, oder? Arroyo, genau. Das Geek müssen wir halt noch holen. Haben wir in Den noch was gehabt? Ne, das haben wir fertig gehabt. Klamath haben wir auch alles. Dann können wir wirklich mal zur Bunkerstadt aufbrechen. Hier dürfte ja erstmal nichts mehr sein.
Guten Tag. Ich bin ja mal gespannt, was es da dann alles erwarten wird. Ne? Achso, du bist wieder hier irgendwie blockiert gewesen. So. Auf geht's. Da scheint ja ordentlich weit im Osten zu sein. Wenn wir zwischen Stadt und Welt umschalten, wie es scheint. Okay. Aber Reno ist noch nicht drauf. Ach, ich kann das auch auswählen, wie ich Random Encounter machen will. Ja gut, ich guck mir mal die Banditen so an. Error. Es wurde drauf. Okay. Ich kriege Erfahrungspunkte für Naturbursche. Okay. Warum auch immer. Dann kommt doch mal gerade her. Das sind, glaube ich, alles Nahkämpfer, oder? Obwohl, die sehen nach Fernkämpfer aus, die beiden. Wieso hast du deine Waffe nicht ausgewählt? Das sind alles Nahkämpfer, okay. Jetzt hast du die Waffe ausgewählt. Ist immer so hell, ja. Ich meine, du hast mehr Lebenspunkte als wir, aber trotzdem. So, gehen wir mal den einen Schritt vor, stoßen dich einmal so an. Jawohl. Kritisch. Und dann hauen wir halt nochmal drauf. Ich glaube, du hast Spaß da hinten, ne? Sieht aber gut aus mit dem Kampf bisher. Ich meine, du kriegst zwar ein bisschen was ab, aber du hast, glaube ich, auch mehr als genug Lebenspunkte. So, Madämmchen steht wieder. Dann würde ich mal gezielt zustoßen. Und das war's. Gut. Dann dürft ihr mal. So liegt so ein bisschen Tank. Ich glaube, dann sollten wir irgendwann mal eine bessere Rüstung geben. Okay, uns will keiner angreifen. Naja. Dann greifen wir halt mal an. Auch mal auf die Augen, bitte. Schade. So. Großartig, warum böse Leute so dumm? Ja, das ist echt immer sehr seltsam. Ja, können wir auf den Kopf gehen? Können wir, aber es trifft nicht. Ja, geht doch. Achso, ihr. Ich habe leider den falschen Banditen angeschossen. So ein Pech aber auch. Der scheint noch nicht tot zu sein, oder? Sein, aber trotzdem. Schwer verwundet. Können wir das beenden gerade mal? Nein. Aber ich muss sagen, Sulik räumt ganz schön auf. Und zieht auch die ganzen Gegner auf sich. Beenden wir das doch mal gerade, bevor du wieder aufstehst.
du lebst noch. Aber finde ich tatsächlich ganz nett, dass jetzt, dass man halt auswählen kann, ob man die Random Encounter macht oder nicht. So. Immer noch ohnmächtig. Was hat der denn an Lebenspunkten? Kritisch am Kopf getroffen. Okay. Achso, da fällt mir gerade ein. Wir können ja, glaube ich, auch. Moment, nee. Wir können ja auch erstmal während des Kampfes speichern. So. Du lebst halt echt noch. So gut wie tot. Jetzt haben wir es aber. Mal 24 draufgehauen. Kinas, Kinas. So, dann gehen wir auch mal hier noch dazu. Helfen wir Sulik noch ein bisschen. Na, du kriegst doch einiges ab hier. So, wie sieht's denn aus? So gut wie tot. So gut wie tot. Schwer verwundet. Helfe ich mal gerade beim schwer Verwundeten mit? Oder ist es? Na? War's das? Sehr schön. Das hat leider nicht getroffen. Eine Rippe. Oh, du Armer. Dann auf ein neues. So nicht. So aber. Finischen wir die ganzen Leute mal weg. So, und dann halt noch der letzte hier. So, immerhin. Sulikspeer. Okay, dich hat es dann doch ein bisschen zu sehr erwischt. Ich meine, der dürfte jetzt auch nicht mehr so viel haben. Ich glaube, da muss er an unser Fernkämpfer dran. Zurück, ja, verwirrt den Feind durch Weglaufen, ja. Problem ist, ich komme halt nicht an ihn ran. Ich habe halt sonst keine Fernkampfwaffen. Kannst du da vielleicht nochmal draufballern? Oder renn einfach mal in meine Richtung, dass ich den halt. Ja, für 4 Trefferpunkte. Dass ich den halt erwischen kann. So wird das ja nämlich nichts. So wird das, glaube ich, nichts. Wieso rennst du mir hinterher? Sulik ist tot, ja. Toll. Das, dieser Random-Kämpfe. Wie gesagt, ich bin nicht so der Freund von. Bin da nicht so der Freund von, weil die halt einfach von heute auf morgen komplett anders ablaufen können. So, dann gehen wir mal auf den noch drauf. Sehr schön. Dann könnt ihr nämlich hier ein bisschen mal rumspielen.
Wieso greifst du denn jetzt normal, also mit deinen Nahkampfdingern an? Stimmt, der Bandit ist ja auch noch da. Der ist zu weit weg leider gerade. Kopftreffer? Nein. Ich glaube, ich muss das doch noch ein bisschen hochskillen mit dem Dings. Nochmal für den Torso bitte. Schade. Dann greife ich nochmal normal an. Das trifft wenigstens. Ihr könntet ja auch mal treffen, meine Lieben. Ja, guck mal, genau so. Da haben wir jetzt noch einen Bewusstlosen. Komm, das kriegen wir jetzt hin. Kopf. Jawohl. Dann finishen wir dich noch weg. Ja. Wie gesagt, dieses Durchrattern ist, glaube ich, auch nochmal, wenn die halt noch leben. Und weg. Sehr schön. Es hat geklappt. Zack. Dann plündern wir mal eine Runde. Geld und Speer. Auch Geld und Speer. Ich glaube, die Speere gebe ich dann auch irgendeinem von euch nachher mal. Geld und Messer. Nochmal Geld und Messer. Mackie Messer. Geld und Speer. Waren das alle? Den haben wir, den haben wir. Und den haben wir. Wie es aussieht. Okay. Habt ihr gut gemacht. Sulik. Kampfkontrolle, wie viel hast du jetzt? 12 und 5. Ja, ich hatte es halt ordentlich zerlegt. Kannst du dich heilen? Das gut sein, Freund. Hat das gerade Geld gekostet? Jetzt hast du halt ein bisschen was. Das gut sein, Freund. Das gut, das gut, das gut, das gut sein, Freund. Okay. Das gut sein, Freund. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Und dass wir jetzt irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Naja, passt schon. Dann will ich mal gerade gucken, habt ihr noch irgendwas hier in euren Hütchen ver... Oh, tatsächlich. Versteckt. Was ist das? Ah. Ich glaube, das war die panzerbrechende Muni. Wenn mich nicht alles täuscht. Moment, da ist noch was. Hallo Topf. Ein Messer. Na gut. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dich habe ich noch nicht gelootet. Okay, dann haben wir sie doch alle. Dann haben wir sie doch alle soweit. Okay. Weiter zur Bunkerstadt, bitte. Kannst du dich auf dem Weg auch noch ein bisschen heilen, Sulik? Ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Eine große Plage an Sporenpflanzen. Das sind Fernkämpfer. Das könnte ein bisschen stressig werden. Ich möchte das gerne mal speichern.
dann schauen wir mal. Schauen wir uns erstmal die hier. Was haben wir denn da? Der Zentralstängel. Na, Baby. Mal gucken, was die so ausmachen. Da konnte ich jetzt nicht entscheiden, ob ich da den Random Encounter machen will oder nicht. Interessanterweise. Wie ist ein Mund? So gut wie tot. Und kaputt. Gut. Gehen wir da auch nochmal auf den Mund. Bricht einige Wedel. Oh. So, ballern wir das mal weg, das Viech. Dankeschön. Na gut, dann geht du schon mal auf das da unten. Wir zwei hauen das jetzt mal platt. Na, wenn ich mal treffen würde. So, genau. So geht das mit dem Treffen, mein lieber Charakter. Fein. Haben wir noch drei. Dann würde ich sagen, gehe ich schon mal darüber. Au. Ihr zwei könnt die jetzt platt hauen, wenn ihr möchtet. Oder kommst du jetzt auch da hoch? Wie sieht's aus? Hier, Zentralstängel. Und Mund. Wie wurde das von mir getroffen? Ja, ihr habt's ja echt drauf. Ihr Pflänzchen. Ihr habt's ja echt drauf. Jetzt hast du mal getroffen. So, dann könnt ihr die zerlegen. Ich zerlege mal die noch. Achso, dann wird's. Ich könnte nochmal normal stoßen. Liebe Kinder, wenn ihr mal nicht gezielt stoßen könnt, könnt ihr auch normal stoßen. So, sehr schön gemacht. Und das hat sogar ein Level gebracht. Und dann habe ich ein wenig gereimt. Euch können wir nicht. Ich glaube, wir können aber die Pflanzenspuren hier nehmen, die ihr habt liegen lassen. Den noch mit. Geht wohl nicht. Steigen wir vielleicht erstmal auf. Ich bin verstrahlt, interessanterweise. Adrenalinstoß. Du gewinnst mit diesem einen Stärkepunkt, wenn du unter einen, die Hälfte deiner, anziehende Persönlichkeit. Können noch einen zusätzlichen Begleiter mitnehmen. Bonusbewegung. Für jede Stufe der Bonusbewegung erhältst du pro Zug 2 AP umsonst. Achso, nur für Bewegung. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ein Kampf ohne Waffen. Deine Ausbildung an den Feuerwaffen und an den Distanzwaffen hat dich zu einem tödlichen Waffenkämpfer gemacht. Jede Stufe plus 2 Trefferpunkte mit Distanzwaffen. Okay, das ist auch nicht verkehrt. Dieb, gebildet, plus 2 Fähigkeitspunkte. Warum eigentlich nicht? Oder, was haben wir? Gute Aufwandsgabe habe ich ja jetzt schon gemacht.
Heave-ho. Plus 2 zur Stärke. Von Wurfwaffen. Hier und jetzt, ja. Packratte. Das heißt mehr Inventar. Präsenz kennen wir schon. Schlangenfresser. Schmeckt wie Hähnchen. Das stimmt tatsächlich. Also als ich damals Schlangen gegessen habe, es hat tatsächlich wie Hähnchen geschmeckt. Resistenz gegen Gift. Mhm. Schnelle Erholung. Schönredner. Du kannst jetzt die Dialogoptionen verbessern, ohne es genau zu wissen, wovon du eigentlich redest. Sehr schön. Was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Steinmauer. Mehr Fähigkeitspunkte, ja. Ich nehme mal gebildet. Komm. So. Dann. Ich glaube, ich sollte aber langsam doch mal. Was haben wir denn noch? Stehlen. Wissenschaft reparieren. Halten wir jetzt Vic dabei, theoretisch. So, ich reden mal hochpacken. Obwohl, komm, weißt du was, Moment, brauchen wir es noch? Ich hau jetzt mir erstmal alles in Nahkampfwaffen rein. Ach, das braucht auf einmal jetzt 2 Fähigkeitspunkte über 100, oder wie? Aha. Hier auch? Ja. Na gut, dann vielleicht doch erstmal auf Reden. Okay. So, ich sammle mal den Rest noch hier ein. Bin ich eventuell überladen? Was habt ihr denn hier bewacht, ihr Pflanzen? Nee, bin ich nicht. Okay. Vielleicht habe ich einfach das Maximum an Pflanzdorn mitgenommen. Keine Ahnung, was das großartig bringen soll. Aber vielleicht ergibt sich da ja noch was. Achso, ich sollte auch mal speichern. Bett. Hier unten vielleicht noch. Jep, da wäre zumindest noch irgendwas. Was wie ein Topf aussieht. Oh. So. Lass du wollen. Heil dich nochmal. Das Gutsein, Freund. Das Gutsein, Freund. Das gut sein, Freund. Wie viel hast du jetzt? 56? Bringt das denn jetzt was? Machen wir. Und 2. Okay, es bringt tatsächlich was. Machen wir. Wir ja eigentlich nicht wehleidig sein, aber... Okay, hast du noch also Skorpion-Dinger noch da? Das, ich weiß nicht, vergeht da jetzt Zeit? Aber ich meine, wir haben im Moment kein Zeitlimit. Heil dich mal. Vollschicke 1, okay. Kampfkontrolle, du bist ja, glaube ich, soweit noch. Hast du vielleicht irgendwie was mitgenommen unterwegs? Nö.
Okay, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier mal, gehen in der nächsten Folge weiter zur, oder mal gucken, ob wir da dann zur Bunkerstadt kommen oder ob wir jetzt eine halbe Stunde lang wieder kämpfen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.